So, mein Spaziergang durch Grünhaus fertig. Dann machen wir ein bisschen Tagebuch. Mit der Zeit von heute. Quatschnachrichten. 22. Dezember 2020. Bildnachrichten. Am Baum des Lebens bei mir zu Hause in Berlin. Genau. Ich bin's auch hier. Hallo. Es ist eiskalt. Es ist wie gesagt 1 Grad. Oh, jetzt habe ich schon irgendwas gedrückt. Hinkert. Irgendwo zu kappen. Es wird 1 Grad und ja, jetzt geht's los. Computer gesehen, Trump möchte, dass China Reparationen bezahlt, sagt Trump. Der schützt uns noch im dritten Weltkrieg. Der ist völlig geistesgestört und irre, meiner Meinung nach. Er möchte, dass China 53 Billionen Euro zahlt. Eine Billion sind 1.000 Milliarden Euro. Völlig absoluter Schwachsinn. Vorher sagen wir zum Winter, was ist das hier? Kim.com. Gegen den Osten, ja, wo ihm gegen den Mitarbeiter Russkowitz. Oh oh, muss ja nach USA. Sie ist neue Bürgermeisterin. Jetzt hat mein Wecker erklärt. Sie wird irgendwie wesentlich sympathischer als der Michael Müller. Ich hoffe, sie macht es wesentlich besser und friedlicher und freundlicher und ruhiger und entspannter als der Michael Müller. Also mein Anliegen. Ja, ich gehe jetzt nicht die ganze Zeitung durch, aber mal gucken. Banker feiern Bonusbooster. Völlig verrückt. Die Putin ist alle. Naja, was soll ich dazu sagen? Putin drosselt Gasregierung nach Deutschland. Toll. Überall bauen sie Atomkraftwerke, nur nicht in Deutschland. Interessant. Ja. Leider ist, dass die Blitzzeit im Klima so wegfliegt, weil die so riesig ist. Und naja, die Giffelshow im roten Rathaus. Hat eine Achse wieder angenäht. Nur wie praktisch. Omikron macht die Lunge Liga krank. Ich dachte, Lunge. Ich hatte das schon vor dem Absprung. Okay. Insolvenzurteil nach 6 Wochen aufgehoben. Ha! Ja. Okay, ich hole heute richtig. Barack Obama, halbnackt, ehemaliger Präsident. Aha. Wie viel Da Vinci stecken in den Krimi um das teuerste Gebiet der Welt? Wirklich von ihrer Richtung ist umstritten. Das ist der Blutschweif Mohammed bin Salman. Jetzt geht der richtig. Okay, so erstmal. Ich wünsche einen wunderschönen Tag und bald ist Weihnachten.